Start vorbei, die Nummer 3, Nick Hasselmann und hier mit dem Start Nummer 2, Marvin Katz. So, die werden nochmal aufstellen für die Fotografen, Teammanager heute Abend, Stefan Lönnisch, das Team vom Titteroer Hechte. Ja,
dabei natürlich mit den Startnummer 1 für Wolfsburg Boslake, Oliver Petersdorf, mit dem Startnummer 2 Lukas Wegner, mit dem Startnummer 3 Mario Häusel, mit dem Startnummer 4 die junge Dame, sechste im WF für die Damen, und den Teammanager Elmo Schröder. Und das Team aus Wolfsburg wird heute am Start mit weißen Hemdfarbe. Start Niklas Schmidt und mit Startnummer 6 wird Start Niklas Schmidt am Start von Bayerhof. Mit Startnummer 1 für das Team aus Boston, Pietro Volta. So, Pietro Volta mit Startnummer 1. Mit Startnummer 2, Adel Geitz. Niklas Schmidt, das Team von Boston Vikings und die Teammanager Thomas Tode.
Kicker und etwas reinzufahren. Ja, hat große Schuhe zu füllen sozusagen, weil Tisch hat sein erstes Rennen gewonnen. Tisch wäre so, mal schauen, was hier alles abgeht. Das heißt, den Helmfarbe weiß Tim Biederer 3 Punkte, Helmfarbe gelb Tim Arnold 2 Punkte, Helmfarbe blau jetzt. Quello jedenfalls, bisschen Grasbahn dabei, ja, das kann auch sein. Noch mal gesagt, du hast eine Vorwarnung bekommen. Dann mal schauen. Führung von Jansen.
Rock Patrick Hirt 3 Punkte. In Farbe Gelb Mika Frese 2 Punkte. Helmfarbe Blau Birger Jahn. Zurückkommen, Jakob Jensen steht bei der Dreimal in der Mittelhand auch ganz drauf ist. Jakob Jensen, das ist sein Platz. Thank you.
2 Punkte. Dann Farbe Gelb, Tim Arnold, eine Punkt. Und dann Farbe Blau, Lukas Dünn, eine Punkte. Und die Fähre hier nochmal vorbei. Sieger von Blau, thank you.
Thank you.
Thank you.
Kabel ist Nummer 2, Jeffrey Siegesma, 3 Punkte. Weißer Entrag ist dann Nummer 1, Eugen Petersdorf, 2 Punkte, 45 Punkte, Rundschlagen, 26 Punkte.
Saison. Das heißt, dass wir hier die Punkte haben für den letzten Lauf. Mit den weißen Herrenfarben für Wolfsburg ist es Mario Häuser. 3 Punkte mit roten Rundfarben.